Parteifreunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind in Nordrhein-Westfalen. Das ist der kranke Mann Deutschlands. Und Sie wissen es, ich weiß es. Jeder kennt die Ursache, das sozialdemokratische Altparteienkartell. NRW liegt bei allen Kennzahlen auf den hinteren Plätzen. Diese desaströse Bilanz wird nur durch eine starke AfD-Fraktion im Landtag umgekehrt werden. Darum bitte ich, Christa Krämer aus Köln, heute um Ihre Unterstützung. Im Landtag möchte ich mich den Themen widmen: Neuordnung unserer verrotteten Finanzen, einer vernünftigen Standortpolitik und insbesondere dem rot-grünen tiefen Staat. Für meine Heimat Köln liegt mir natürlich die innere Sicherheit am Herzen. In Köln habe ich seit meinem Eintritt in die AfD im Oktober 2015 als konkrete Parteiarbeitserfahrung sammeln können, als Beisitzer im Kreisvorstand und Sprecher des mitgliederstärksten Stadtbezirksverbandes in Köln-Lindenthal. Außerdem bin ich Schiedsrichter am Landesschiedsgericht der Jungen Alternativen hier in NRW. Außerdem bin ich in Köln sachkundiger Einwohner in den Ausschüssen Allgemeine Verwaltung und Recht und Stadtentwicklungskommission schon erste Gremienarbeitserfahrung sammeln, was sicherlich sehr hilfreich auf dem Landtag ist. Aber zurück zu NRW. Bei allen Kennzahlen liegen wir hin: Wirtschaftswachstum, Staatsschulden, Qualität der Schulen, innere Sicherheit, Abschiebungen. Die Liste ist leider viel zu lang. Wahrscheinlich sind wir nur bei der Steuerverwaltung führend. Das sagt einiges über die Denke in Düsseldorf aus. Das gerade erschienene Gutachten, wurde vorhin auch von meinem Vorredner schon erwähnt, des Instituts der deutschen Wirtschaft, spricht darüber Bände. Und deshalb müssen wir endlich mal die Frage an die Bevölkerung stellen: Was hat euch die SPD in den letzten 50 Jahren gebracht? Ich sage es Ihnen, nichts, gar nichts. Um es kurz zu machen. Und die Dauerausrede Strukturwandel kann ich nicht mehr hören. Das ist eine genauso dumme Aussage, wie die Härte des Rechtsstaats nach Silvester. Und das, was ich vorhin gesagt habe, gilt genauso für die grünen Souffleure der SPD, in der CDU, und da gibt es ja noch so eine andere Randpartei. FDP nennt sich die. An gut ausgerichteten Finanzen hängt de facto alles. Bildung, dem Rohstoff des 21. Jahrhunderts, eine uns wirklich schützende Polizei, eine schnelle und qualitativ hochwertige Justiz, sowie eine exzellente Infrastruktur. Alles entscheidende Standortfaktoren für Mittelstand. Der Fisch stinkt in NRW vom Kopf. Die Verwaltung ist durch Sätze von rot-grünen Apparatschicks und Günstlingen der tiefe Staat. Schauen Sie sich als Beispiel nur den ehemaligen und den aktuellen Polizeipräsidenten von Köln an, die Regierungspräsidenten von Düsseldorf und Köln und übrigens auch den Leiter des Verfassungsschutzes. Gerade letzterer, Herr Freier, ein Sozialdemokrat, bedarf besonderer Aufsicht. Leider wird der Verfassungsschutz durch unsere politischen Gegner im demokratischen Meinungskampf missbraucht. Die bloße mediale Diskussion über eine Beobachtung oder gar Überwachung der AfD ist eine totalitäre Schweinerei. Traurigerweise hat es in diesem Land keine politische Konsequenz, dass 6.000 Erdogan-Agenten ihre Landsleute hier tyrannisieren. Lieber schikanieren die sozialdemokratischen Parteien allerdings eine Partei, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja eben gerade verteidigen will. Ich sage Ihnen, ich werde bei solchen Leuten auch nicht vor einer Konfrontation zurückschrecken. Mein Schreiben mit anderen Kölner AfD-Parteifreunden an den Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Kramer, am 13.06.2016 ist Zeugnis davon. Der gute Mann in Diensten eines SED-Ministerpräsidenten hatte öffentlich einen sicheren Listenplatz für diesen Volker Beck von den Grünen gefordert. Die Sache war auch in der FAZ und hat wohl, ich habe mit dem parlamentarischen Geschäftsführer in Thüringen gesprochen, diesen Mann, der bekennende AfD-Hasser ist politisch geschadet. Und ich sage auch, dieser Vorgang ist ein Zeichen und eine Warnung an alle rot-rot-grünen Phantasmen. Der WDR, oder besser, Westdeutscher Rotfunk, ist ebenfalls Teil dieses tiefen Staates und dessen Propagandaorgan. Wir müssen allein schon deswegen in den Landtag, um diese Propagandamaschinerie an die kurze Leine zu legen, weil auch der dafür verantwortlich ist, dass nie wirklich über die eklatanten Mängel NRWs gesprochen wurde. Die Finanzen des Landes, ca. 185 Milliarden Schulden, auch der Kommunen, 55 Milliarden Schulden, müssen dringend in Ordnung gebracht werden. Die gesellschaftlichen Eliten NRWs
haben nie die Frage gestellt, wo wurde das Geld falsch ausgegeben? Aber eine vernünftige Ordnung der Haushalte heißt nicht per se, dass man einfach nicht so viele kürzen kann. Die Prioritäten auf Landesebene müssen richtig gesetzt werden. Alle Ausgaben des Landes müssen nach Modell aufgeschlüsselt werden. Menschenausgaben für die Diversity, Integrations- und Gleichstellungsmafia müssen gestrichen werden. Das Grundgesetz sieht zum Beispiel die besten Auslese für Beamte vor, das reicht. Wir brauchen nicht 1000 Gleichstellungsbeauftragte, es kostet alles nur Geld und schon gar kein Integrationsgesetz. Alle Beziehungen zu landesnahen Stiftungen, Sozialorganisationen und sonstigen Verbänden müssen auf den Tisch. Ein Eldorado für Korruption und die Versorgung der rot-grünen Spezie. Ich sage Ihnen zusammen, guck dich nur mal den Wikipedia-Antrag der Regierungspräsidentin von Köln an, Frau Walzken. Mitglied in der AWO und progressiven Eltern- und Erzieherverband und davor 20 Jahre Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Landtags für die SPD. Ich glaube, jeder Kommentar hat Berücksicht. Eine gute Infrastruktur ist, wie gesagt, essentiell für unseren Wirtschaftsstandort. Aber dazu ist unsere Verwaltung in NRW nicht in der Lage. Im letzten Jahr hatte der Bund 2,7 Milliarden Euro für Fernstraßen bereitgestellt. Gerade einmal 128 Millionen davon landeten hier in diesem Bundesland, im Stauland Nummer 1. Ja? Noch 30 Sekunden. Ich stehe persönlich für eine Wirtschaftspolitik aller Ludwig Erhard und nicht für eine Linkspartei mit einer Deutschlandfahne. Aber auch nicht für einen Sozialismus für Reiche aller EZB. Das will ich hier klar machen. Kein Subventionieren von Großkonzernen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. In NRW ist viel zu tun. Das Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft beweist das. Wir, die AfD, werden die Bürger dieses Landes aber wieder stolz auf unsere Heimat machen. Ich werde im Wahlkampf Gesicht zeigen und dafür auch, bin ich auch bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Danke, die Zeit ist um. Ja. Jetzt ist es Zeit für Fragen. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie dann am Mikrofon aufstellen, wer Fragen stellen möchte. Dann würde ich jetzt abzählen. Oder der Herr mit den Händen in der Tasche, wollen Sie eine Frage? Nein? Dann zähle ich ab. 3, 2, 1.